Ja, hier in unserem Land gibt es kaum noch etwas Gutes. Die Menschen tragen alle graue Kleider. Und müssen sie mir morgens überlegen, was sie wohl anziehen sollen. Alle essen Mittag das Gleiche. Und niemand muss sich über Kochrezepte Gedanken machen. Alle denken so wie die anderen. Und es gibt keine Geheimnisse mehr, weil ja jeder weiß, was der andere denkt. Und wie die Egos haben die Kontrolle über alles, was bunt und farbig ist und was den einen von den anderen unterscheidet. Wir Egos haben die Macht! Wir Egos haben die Macht! Die können doch froh sein, dass wir ihnen die Sorgen abnehmen. Ist doch sowieso alles egal. Wer weiß denn noch, dass er einmalig ist? Komm Leute, es ist heute eine Menge zu tun. Wir haben jetzt zwar schon vieles beigemacht, aber schaut mal hier in den Atlas. Anderswo sieht es doch schrecklich gut aus. Nein! Nicht stöhnen, an die Arbeit, was haben wir jetzt geschafft? Alles egal, alles egal. Schau mal, Colorida, hier verstecken sie also die ganzen Farben. So eine Gemeinheit. Und ich habe mich schon gefragt, warum die Männer manchmal so grau und leidlich durch die Gegend laufen. Colorida, wir müssen etwas tun. Wenn wir uns nicht beeilen, schnappen sich diese Galoganoven alle Farben und alles, was die Menschen in unserer Wahrnehmung macht. Und verschieden und geheimnisvoll und spannend. Aber was sollen wir machen, Mario? Keine Ahnung. Wir. Ich hab's, Colorida. Wir müssen durch die Reise, wo es noch Farben gibt. Und sie uns zurückholen. Schau mal, die vielen bunten Länder. Das ist die Lösung. Los, fang den Atlas an. Aber wie sollen wir reisen? Wir haben gar kein Flugzeug. Ach, Mario, wir reisen so. Wir klauschen immer rein, in den Raum der Fantasie. Mal sehen, was unser erstes Ziel sein soll. Wir reisen nach Asien, nach China. Dort holen wir uns das Rot zurück. Schau mal, wie viel Rot die Flagge hat. Und wir machen dir das jetzt mit der Fantasie. Dabei müsst ihr uns helfen. Sicher kennt ihr eine Menge Dinge, die dort sind, oder? Dieser gleiche da vor sich hin, so viel wie euer Anker. Aber aufgepasst, die Donnergalos sollen uns wirklich nicht hören. Also leise bleiben, eure Wörter sind unsere Reisemagie. Also, Augen schließen und los! Thank you.
Janus habe aber schon fast alles gleich gemacht. Ist doch toll, wenn alle gleich sind und gleich viel haben, dann ist wenigstens gleich viel für alle da. Stimmt, aber gleich viel haben und im Allem sein ist noch ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, du hast recht, wenn alles gleich ist, was einer denkt und fühlt und wie er aussieht und was er gut kann, wie langweilig. Wie langweilig. Kommt, wir holen etwas von unserem Rot, damit es bei euch wieder farbig wird. Guten bunten Namen. Die erste Farbe ist gerettet. Und welche Farbe holt ihr euch nun? Mal sehen. Das sieht nach einem Mangelblau aus. Unsere nächste Schatten ist Australien. Vielen Dank für eure Hilfe. Macht es gut. Und immer schön bunt bleiben. Tschüss. Und ihr? Habt ihr uns wieder mit? Denkt dann, alles was blau ist. Aber flüstern, damit die Agalus uns nicht erwischen. Also, Augen schließen und los! Wenn der ruft, klingt es als ob er lacht, deshalb heißt er auch lachender Hans. Und er sitzt hier oft auf den Gummibäumen und Kaugummi wächst auch, den er natürlich nicht. Aber ihr seht nicht so aus, als ob ihr euch für Vogelarten interessiert. Naja, eigentlich wollten wir euch fragen, ob ihr ein bisschen Blau schenken könnt. Oh, der Himmel hier in Australien, das Meer ist ganz blau und das Wasser rund um unseren Kontinent auch. Blau, das geben wir euch gern mit. Nun haben wir schon Rot und Blau zurückbekommen. Guten Dank. Dann können wir uns ja wieder auf den Weg machen. Gute Reise. Tschüss und immer schön bunt bleiben. Und wo geht's nun hin? Diesmal darf ich ziehen. Das kenne ich. Das ist die Flagge von Ghana in Afrika. Vielleicht bekommen wir wieder das Geld zurück. Die Farbe der heißen Sonne. Seid ihr bereit für alles, was Geld ist? Dann also, Augen schließen und los. Thank you.
Kolori da wir müssen bald da sein. Aber so ganz hat die Reise diesmal von Liga klappt. Vielleicht kommen wir hin, wenn ihr der Rhythmus mitlascht. Hört mal zu! Ihr seid aber lustiger. Und diese blauen und roten Dinger dort in eurem Netz, das sind ganz seltsame Fische. Oder kann man die zum Trommel benutzen? Ach du liebe Zeit, nein. Das sind unsere Schätze, die wir gesammelt haben. Bei uns wollen nämlich ein paar Bandite alle Farben spielen und alles Traumleiche machen. Das ist ja schrecklich, aber das Rot und das Blau habt ihr doch geklaut, oder? Quatsch, das haben wir uns aus Asien und aus Australien wiedergeholt. Könnt ihr uns noch euren Geld abgeben? Klar, hier ist so viel Geld, die Sonne, das Feld, der Löwen, der Sand, der Sahara, das geben wir euch gern mit. Aber Grün fehlt euch noch. Woher wollt ihr das? Das könnten wir zwar mit Gelb und Blau schon mischen, aber kommt bei uns. Vielleicht hat unsere Reiseführer noch eine andere Idee. Ja, das sieht sehr grün aus. Das könnte klappen. Da reisen wir nun also nach Brasilien. Aber erstmal guten Dank an euch. Mach's gut. Und immer schön bunt bleiben. So, ihr Lieben, ihr seid wieder an der Reihe, fallen euch genug Dinge an. Wie grün sind, dann also mein Kommando. Augen schließen und los! Thank you.
Ja, weißt du denn nicht, dass Bates unser größter Regenwald der Welt wird? Aber es gibt im Nordosten auch Gegenden, in denen es vor allem staubig und heiß ist. Wenn da die Regenzeit beginnt, springen alle Kinder auf den Straßen herum, weil die Luft endlich wieder frisch und neu riecht. Es gibt bei uns Leute, die behaupten, dass Grün unsere Flagge wäre für den Rasen auf dem Fußballplatz. Das ist natürlich Blödsinn. Aber aus unserem Land kommen wirklich superspitze Fußballspieler. Und kein Land ist so Fußballweltmeister geworden wie Brasilien! Und kein Glück einem grünen Tassen geben, weil wir sind fast alle Farben verschwunden. Durch eine Supergenova, die alles gleich und langweilig und eintönig machen wollen. Los, holen wir ihnen Glück! Danke Leute, unter Dank. Ich glaube, wir haben fast alles zusammen. Wenn ihr jetzt Weichungsfarbe findet, könnt ihr wieder alle Farben mischen, die man sich nur denken kann. Moment, schwarz. Das bekommen wir bei uns zu Hause in Deutschland. Und weiß finden wir dort sicher an, denn aus weiß und schwarz haben die Kerle doch grau gemischt. Na dann. Mach's gut, Amigos. Und immer schön bunt bleiben. Tschüss. Hört ihr uns wieder nicht? Denkt dann alles, was blau ist. Aber wisst dann, damit ihr da los und sich da mischen. Also, Augen schließen und los. Ach, wisst ihr, wenn euch das so gut gefällt, könnt ihr ja weiter grau bleiben.
unsere Welt ist bunt. Wir brauchen Abwechslung und Träume. Wir brauchen Menschen, die lachen können oder weinen. Wir brauchen Fantasie und Mut und Hände zu packen. Wir brauchen Rot und Gelb und Grün.